Hallo, heute ist der 10. Juni und damit offiziell der Launch der GeForce GTX 1070 und die Founders Edition ist jetzt schon alt, könnte man sagen, denn wir haben jetzt die erste 1070 im Custom Design im PCGA Test Lab und was die ASUS Strix 1070 OC so kann, schauen wir uns jetzt an. Gucken wir mal. Packung sieht schon so aus wie bei der 1080 Strix, kein Wunder, das Design sollte quasi identisch sein. Die hat auch wieder RGB-Beleuchtung und drei Lüfter. Doch, schauen wir mal rein. Dann kommt das alles besser. Strix. So, die Box mit dem Zubehör. Das dürfte Leute interessieren. So, wir haben das. Das kommt schon sehr bekannt vor. Da ist wieder diese Kabelbinder dabei. Eine Kurzanleitung. Und die Treiber-CD fällt mir schon entgegen. Da ist nicht nur der Treiber drauf, sondern auch GPU Tweak 2, also zum Übertakten der Grafikkarte. Und dann gibt es noch einen Bonuscode für World of Warships. Wer das spielt, kann sich da Zusatzinhalte sichern. Mehr gibt es nicht. Also auch kein Stromadapter. Wenn wir schauen, ob die Karte mehrere Strombuchsen trägt. Gut gepolstert ist auf jeden Fall. Da ist sie. Die ASUS 1070 Strix, wie gesagt, die erste 1070 im Custom Design, die uns erreicht. Boah. Wunderschön, oder? Ich persönlich mag das schlichte Design, also das heißt schlicht im Sinne von, es kommen keine clicky bunti Elemente dran, das ist einfach hier mal ein schöner, dunkler Kühler und bei Bedarf kann man die Karte, wie gesagt, beleuchten, verfügt hier oben über Leuchtelemente, RGB kann in allen möglichen Farben konfiguriert werden, über ASUS GPU Tweak mit einem Plugin und ja, das ist ganz dufte, wer es mag. So, was gibt's noch? Ja, wie gesagt, drei Lüfter, genau wie bei der 1080 Strix auch. Das ist der gleiche Kühler, hat uns ASUS bestätigt, also gleiche Menge an Heatpipes, gleiche Menge an Lamellen. Ich habe jetzt nicht alle nachgezählt, es sind einige. Und auch das PCB dürfte in weiten Teilen gleich sein, bis auf den Unterschied, dass diese Karte natürlich GDDR5 Speicher trägt und nicht GDDR5X wie die 1080. Auf der Rückseite ist schon ein bisschen Staub und eine Backplate, auch wie bei der 1080 Strix. Die ist auch richtig schön massiv und trägt keine Wärmeleitpads, wie ich das sehe. Das heißt, die Wärme der Platine wird nur eingeschränkt aufgenommen, aber das bringt primär Stabilität und Sicherheit für die Karte. Ist auch nicht schlecht. Ich habe es vergessen, das hier kann übrigens auch leuchten, also dieses ASUS Republic of Gamers Logo kann in verschiedene Farben konfiguriert werden. Und ansonsten haben wir auch noch ein paar coole Sachen am Heck der Platine. Ich zeige das mal für die Kamera. Hier befinden sich zwei Anschlüsse für Lüfter. Also wer möchte, kann da zwei Lüfter anschließen und, das ist das Coole an der Sache, sie über das Tool ASUS GPU Tweak 2 auch steuern. Das heißt, da können Gehäuselüfter dran oder können auch Lüfter an einen Nachrüstkühler dran. Lässt sich alles über die Platine regeln, wenn man das Tool installiert hat. Sehr praktisch. Zur Stromversorgung, die Karte verfügt über eine 8-polige Stromboxe, wie die Founders Edition auch. Mit dem Unterschied, dass ASUS auf der Platine hier, die übergroß ist, deutlich mehr Phasen unterbringt. Ich habe jetzt noch nicht genau nachgeguckt, da der Kühler drauf ist. Da sind mindestens 6 Phasen für die Spannungswandlung zuständig. Und das ist auch gut, denn die Karte ist wechselseitig übertaktet und, soweit ich weiß, verfügt die über ein Powerlimit von 200 Watt. Und damit kann man schon einiges anfangen. Ich zeige das mal eben. Die 1080 von ASUS und die 1070 von ASUS sehen sich sehr, sehr ähnlich. Ja. Ja, welche ist die 1070, welche die 1080? Relativ einfach, weil erkenne ich hier dran, dass hier noch der Schutz auf den PCI Express Kontakten ist. Das ist die 1070 von ASUS und das ist die 1080. Hier ist die Strix-Version. Wie man sieht, tut sich da rein äußerlich ziemlich wenig. Ich drehe sie mal um, denn da sieht man einen kleinen Unterschied. Wenn man vom Staub hier absieht. Hier fehlen ein paar Bauteile. Bei der 1070 und bei der 1080 sind die da. Das heißt, hier ist noch ein bisschen mehr an der Stromversorgung verändert worden, während diese Karte natürlich weniger Strom braucht und deswegen nicht ganz so aufgemotzt werden muss. So, genug geguckt. Wir bauen die ASUS 1070 Strix OC jetzt mal ein und schauen, was sie in Witcher 3 so leistet.
Sie läuft, juhu. Ich habe schon mal das Asus Tool GPU Tweak 2 installiert und gestartet. Da gibt es auch ein integriertes GPU-Z drin. Also das Asus Tool kann alles anzeigen, was GPU-Z auch anzeigen kann. Plus Monitoring-Funktionen und Übertaktungseigenschaften. Ich komme mal hier direkt zum Takt. Erstmal GPU-Clock beträgt 1658 MHz. Das klingt erstmal wenig, wenn man die 1080 im Kopf hat, aber das sind 1070. Und zum Vergleich, die Faunus Edition der 1070 arbeitet mit 1506 MHz. Die Asus Strix OC arbeitet also mit 10% mehr Takt. Basis, ne? Minimaltakt. Der Speicher, also Memory hier, läuft mit 2002 MHz, also effektiv 4000 und ein paar zerquetschten MHz. Das ist nicht übertaktet, das ist der Referenztakt. Und daneben haben wir noch den geschätzten Boost des Tools. Ist nur eine grobe Schätzung. Ich werde gleich mal ein Spiel starten und wir gucken mal, ob da andere Zahlen stehen. Zuvor noch ein paar Worte zum Asus Tool GPU Tweak 2. Das ist die aktuelle Version, die mit der Strix 1070 klarkommt. Die Karte bietet drei Betriebsmodi, einmal OC-Mode, Gaming-Mode und Silent-Mode. Die unterscheiden sich unter anderem im Takt und bei Silent, wenn man das hier anguckt, da wird auch das Power-Target gesenkt. Ja, das sind also vorgefertigte Presets im Tool. Ist ganz praktisch, vor allem weil die Karte ein bisschen leiser bleibt. Standardmäßig ist das OC, also ist der OC-Mode an. Das ist auch im BIOS so hinterlegt und so werden wir die Grafikkarte auch testen, weil es auch der schnellste Betriebsmodus ist. Das ist jetzt Witcher 3 und wir sehen, wenn wir das Spiel starten, ist die GPU bei 40 Grad. Die Lüftereinstellung gibt 0% ihrer Leistung und die Lüfter drehen sich logischerweise nicht, denn im Leerlauf bleiben die Lüfter aus, um kein Geräusch zu erzeugen. So, ich gebe jetzt noch ein bisschen Feuer drauf. Das ist wie gehabt bei allen anderen Tests auch Witcher 3, Blood and Wine in Ultra HD ohne Gameworks. Ein sehr anspruchsvoller Test, definitiv. Powerintensiv und streckt auch zuverlässig jede Grafikkarte nieder. Und wir sehen, die Karte fängt wirklich an bei 2063 waren es kurz, jetzt sind es 2050 MHz. Das ist schon sehr anständig, da kann man echt nicht motzen, denn die Faunus Edition läuft mit einem Typical Boost von 1683 MHz und es kann auch mal sein, dass die unter wirklich heftiger Last unter 1700, also deutlich unter 1700 fällt. Und wir sehen, obwohl die GPU-Temperatur steigt, bleibt die Asus Strix OC über 2 GHz. So. Wir lassen jetzt mal ein bisschen aufheizen und melden uns gleich wieder. Da sind wir wieder, hier, das bin ich. 62 Grad GPU-Temperatur, 41% Lüfteransteuerung und rund 1500 Lüfterumdrehungen pro Minute. Das klingt nicht so leise, das ist auch wirklich angenehm leise, wenn man das Ohr dran hält an den Kühler. Und wie wir sehen, trotzdem, trotz aller Last, beträgt der Boost über 2 GHz. Yay. Das ist wirklich viel und ich mache mal kurz eine Rechnung auf. Die Referenzkarte Faunus Edition läuft, wie gesagt, mit 1683. Und wenn wir jetzt hier mal 2012 MHz nehmen und den Typical Boost der Referenzkarte abziehen, das sind plus 20% im Witcher. Also wirklich, dann kommen dann auch fast 20% mehr Leistung an, weil das Spiel wirklich sehr shader-limitiert ist. Das ist echt anständig. So, jetzt übertakten wir die Karte noch ein bisschen. Zum Übertakten nehmen wir jetzt mal das Asus Tool GPU Tweak 2. Das habe ich hier schon laufen. Und ich werde jetzt hier noch auf den Professional Mode klicken, weil wir ja echte Profis sind beim Übertakten. Und wir haben gerade im Witcher 3 einen Boost gehabt von 2012 bis 2025 MHz. Das muss ich jetzt hier ein bisschen rechnen. Das heißt, wenn ich über 2025 möchte, muss ich hier entsprechend ein Offset draufpacken. Machen wir mal, ja, 52 MHz. Dann sollten wir im Spiel landen bei so 2050 bis 2070 MHz. Gucken wir mal. Doch, das reicht noch nicht. Lass noch das Power Target erhöhen auf 120%. Das ist ganz praktisch, denn dann ist die Karte nicht mehr so powerlimitiert. So, schauen wir mal, wie sich der Boost entwickelt. Das sieht gut aus. Kleiner Offset drauf und die Karte läuft mit 2076 MHz. Und wie wir hier links sehen, geht das Power Limit jetzt ein bisschen über die 100, also ungefähr 106%. Das Dumme ist, ich weiß jetzt noch nicht sicher, was für ein Power Limit die Karte ab Werk hat. Ich gehe von 200 Watt aus. Das heißt, wir sind jetzt hier im Bereich von, ja, so großzügig aufgerundet 210, 215 Watt. Was echt okay ist dafür, dass die Karte bei 2,1 GHz läuft. Fast. Wir schauen uns mal, ob wir wirklich 2,1 GHz erreichen können. So, ich mache es mal ein bisschen direkter. Wir geben jetzt hier mit Doppelklick eine echte Zahl ein. 1950 sollten reichen. Ja, da kommt dann auch der Booster oben drauf. Das ist ein Offset von 90 MHz. Und wir schauen uns mal, ob die Karte als erste hier stabil 2,1 GHz schafft. Jawollo, 2114 MHz bei
nicht mal 1600 Lüfterumdrehungen pro Minute. Das ist echt anständig, vor allem weil hier echt keine Grafikfehler auftauchen. Das hat bisher keine andere Pascal-Grafikkarte geschafft, also aus dem Stand. Das ist wirklich nicht übel. Und an dieser Stelle könnte ich jetzt mal spekulieren, dass die 1070 ein bisschen mehr Takt verträgt im Mittel, weil sie weniger Einheiten versorgen muss. Und ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. Bei den anderen Karten waren es ja immer 2,1 als magische Grenze. Wir schauen jetzt mal, ob wir Richtung 2,2 GHz kommen. So, als Anhaltspunkt, die ganzen 1080er Custom-Designs sind ja schon unter 2,1 GHz abgestürzt. Und mit der 1070 Strix sind wir jetzt schon über 2,1. Und wir gucken mal, ob wir auf 2,2 kommen. Ich gebe jetzt hier mal noch einen ordentlichen Offset rein, nämlich nochmal 50 MHz mehr. Also ein Offset von 140 MHz auf den Boost. Und wir schauen mal. Abgestürzt. Ja, okay, das war's. 2,1 GHz nutzbar, darüber hinaus wird's instabil. Asus GTX 1070 Strix ist die erste Herstellerkarte auf Basis der 1070 im PCIe Testlabor und sie setzt die Messlatte direkt weit nach oben. Denn sie macht im Test nicht nur einen schnellen, sondern auch einen leisen Eindruck. Alle Testwerte zur 1070 Strix und den bald eintreffenden anderen Herstellerdesigns finden Sie in der PCGH 8 2016, die ab Anfang Juli im Handel ist. Tschüss.